Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Heute wieder eine Verheißung hier im Wald. Und zwar aus Offenbarung 21, Vers 7. Und ich finde, diese Verheißung hat so viel mehr. Wer überwindet, der wird alles ererben. Also wenn dein Vater zum Beispiel reich ist, dann wirst du alles ererben. Vielleicht musst du es teilen mit deinen Geschwistern oder mit anderen Menschen. Aber hier heißt es, du wirst alles ererben. Und es geht weiter. Und ich werde dein Gott sein. Und du wirst mein Sohn sein. Also hier steht das in Mehrzahl oder in, hier steht das. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Aber du kannst das ganz persönlich für dich nehmen. Er will dein Gott sein und du sollst sein Sohn sein. Der Schöpfer, der alles gemacht hat, der Gott, er möchte dich annehmen als deinen Sohn oder deine Tochter. Und ich finde, das ist so gewaltig. Wir können einfach alles ererben. Ich glaube nicht, dass wir wissen, was das für uns persönlich heißt. Aber eins möchte ich mitgeben. All das werden wir erben. Aber weißt du, dass du schon auf dieser Erde ein Erbe bist? Dass du zu seinem Königreich gehörst? Und dass du hier schon sein Sohn sein kannst? Die Frage ist nur, bist du erlöst? Und hast du Jesus angenommen als deinen persönlichen Retter? Ist dein Name im Lebensbuch geschrieben? Wenn ja, kannst du das alles annehmen. Manchmal ist es auch gut, wenn wir unseren Verstand erneuern, unser Herz erneuern und wir erkennen, wer wir in Christus sind und dass wir Erben sind. Und dann wirst du alles ganz anders sehen. Zum Beispiel, wenn du für Menschen betest, dann weißt du, dass du als Sohn Gottes das tust, als Tochter Gottes das tust. Ja, ich hoffe, dass du weißt, was das heißt. Ich wünsche dir Gottes Segen. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das Blatt verdeckt uns ja. Yeah.